Ja gut, also noch 2 Wochen haben wir Zeit, dann wird dieser Güterschuppen am 22. Mai offiziell vorgestellt. Noch ein bisschen Arbeit an dem Gebäude. Wir haben es ja abgebaut in der Nähe des Konzer Hauptbahnhofes, wo er dann im Zuge der Umgestaltung der Bahnhofstraße weichen müsste. Das Gebäude gehörte schon der Stadt Konz, die es uns dann netterweise auch geschenkt hat, wobei sie natürlich froh waren, dass es jetzt weg war. Er war am originalen Standort eigentlich nicht mehr so schön vom Zustand her. Das ist das gesamte Fußrahmen. Das ist also hier der Sockel, wo der Güterschuppen drauf ruht. Aus Holz, den mussten wir neu machen. Das aufrechtstehende Fachwerk ist weitgehend alt. Und was wiederum neu ist, ist das Dach. War weitgehend beschädigt, auch von der Konstruktion her, durch den Artilleriebeschuss ab September 1944 aus der Richtung von Luxemburg. Wobei also nachweislich in dieser Gegend auch keine Bomben gefallen sind, wie man aus Archivunterlagen feststellen kann. Was komplett neu ist, ist diese Fassade hier. Also wenn man vor dem Gebäude steht, auf der rechten Seite, die war am Ursprungsstandort komplett aus Stein gemauert. Man hat die Fachwerkfassade damals abgerissen und aus dem Grund, ich nehme an, weil die Rampe ging ja ursprünglich nochmal 50 Meter weiter und auf dieser Rampe lagerten feuergefährliche Gegenstände Firma Zettelmeier, dieser Baumaschinenfirma aus Konz. Und in dem dann aus gewissen Brandschutzgründen hat man wohl dann diese Wand durch eine massive Wand ersetzt. Wir haben das wieder rückgängig gemacht. Wir haben auch hier wieder ein Büro eingebaut. Dieser Leiter von der Goethehalle musste ja ein Büro haben, wie es sich für einen Beamten gehört, wo er dann halt die Arbeitsvorgänge überwacht hat. An sich steht der Güterschuppen als Gebäude für eine Form des Warentransportes, die wir heute nicht mehr kennen. Warentransport auch in kleinen. Vom Fuhrwerk auf dieser Seite auf die Bahnseite, ohne Paletten, ohne große Container, mit kleinen Gebinden. Hier hat sich der Konzer Ladenbesitzer beliefern lassen, hier hat sich der Konzer Düngemittelbesitzer beliefern lassen, hier haben große Firmen Sachen angeliefert bekommen und weggeschickt, also Zettelmeier. Es haben aber auch zum Beispiel die französische Besatzungsarmee, die ein riesiges Lager in Konz hat, ihren ganzen Transport über diese Halle abgewickelt. Also das wollen wir auch so ein bisschen zeigen, wie früher halt der Warentransport gelaufen ist, das doch ja ganz anders ist, wie wir uns das heute vorstellen. Wir erregen uns ja heute über die ganzen LKWs auf den Straßen auf und hier sieht man eigentlich eine Transportmöglichkeit vor dem LKW. Also ganz herzlich willkommen hier im Freilichtmuseum Rohrscheider Hof. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, trotz der vielen, vielen Konkurrenzangebote, die es heute auch zum Europäischen Museumstag gibt und es unseren schönen Güterschuppen hier einweihen wollen. Schaut sich der Historiker mal unterwegs irgendwie. Kommst du her? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, Museumsmitarbeiter sind auch Schauspieler, zumindest im dilettantischen Bereich. Was hat das zu sagen oder was soll das? Ganz einfach. Diese Güterhalle an ihrem Originalstandort hat es einmal in die Schlagzeilen der überregionalen Presse gebracht, indem sich ein Mann, der seine Bank um einen 5-stelligen D-Mark-Betrag betrogen hatte, in Berlin per Luftfracht einpacken ließ, von dort nach Frankfurt spedieren ließ und von dort per Bahnfracht nach Konz zu seiner Mutter. Das Ganze wäre gut gegangen, wenn nicht... Die Tür zu klein war. Nein. Gut, vielleicht war ein bisschen das Leute besser, denn das. Oder sagen Sie es doch einfach, kommen Sie. Die Kiste sollte in die Saarstraße. Und in der Saarstraße sollte sie ins Haus gebracht werden durch die Spedition und passte nicht durch die Tür.
Und dann ging das eben los. Irgendwann hat man in alle Richtungen verkantet und verkantet und dann hat sich da drin einer gemeldet. Da wurde die Polizei, da war mein Vater. Ich habe die Originalfotos vor allem davon. Ja gut, und dann ging der Mann schliften, wurde aber trotzdem kurze Zeit später erwischt. Und ich sag mal, diese nette Geschichte ist eigentlich der Aufhänger dafür, Sandwich war hin, das ist schon größer als Sie sind. Sollte man doch keine weiße Hose anziehen. Ja, vieles ist Vergangenheit, auch Rundig-Fernseher gibt es nicht mehr, Bildröhren gibt es nicht mehr. Wenn Sie heute einen Fernseher kaufen, dann haben Sie so ein kleines Paket, weil es ja immer Flachbildschirme gibt. Wir wollen natürlich auch mit dieser Güterhalle auf eine Vergangenheit hinweisen, auf eine Vergangenheit des Warentransportes, der heute so nicht mehr existiert. Sie wissen, dass heute die Straße und die Schiene quasi eine Form von Lagerhaltung darstellt. Also alles, was unterwegs ist, wäre auch hier irgendwo eingelagert und auf Abruf eben irgendwo hin transportiert worden. Sie sehen, wir haben ganz bewusst in dieser Güterhalle keine Palette, keine Ameise, also alles Dinge, wo man die hauptsächlichen Bedarfsartikel, die man brauchte, per Bahn verschickt hat. Das war, dass zu dieser Güterhalle auch wieder ein Güterwagen kommt. Das ist heute nicht mehr so ganz einfach. An der Güterhalle war kein Gleis mehr. Ich fahre viel Fahrrad und komme immer an dem Abstellbahnhof von der Brohltalbahn vorbei. Das war nun leider nur eine Meterspur, leider in Anführungsstrichen. Und glücklicherweise hat sich die Brohltalbahn dann von einem ihrer alten Wagen von 1906. Der kann natürlich nicht mehr so aussehen, als ob er in Ikea aus dem Regal kommt. Das sage ich immer zu den Leuten, die maulen, weil er so schlecht aussehe. Ja? Den haben wir das dahinter gestellt und dann können wir auch den Weg von der Straßenrampe zu der Güterwagenrampe besser zeigen. Und wir sind sehr froh, dass wir diesen Güterwagen haben. Der ist auch noch nicht ganz fertig, aber auch da in 2 Monaten hat er einen neuen Anstrich. Dann ist er wieder grün. Man hat ja die Bahnwagen immer so gestrichen, wie man gerade Farbe hat. Die waren mal alle grau bei der Brohltalbahn, dann ist er wieder grün geworden. Wir nehmen dann wieder das Grün und dann ist er auch fertig. So, dann entschuldige, falls jemand von der Brohltalbahn hier ist, dass ich das vergessen habe, jetzt zu sagen. Ja, danke. Hallo. Hallo. Ich habe die Stadt nicht gesehen, ich habe schon da. Ist das denn alles? So.